Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute sind wir mal unterwegs, ja, mit dem Gliederzug. Das wurde ja auch mal wieder Zeit, dass wir mit dem Gliederzug unterwegs sind. Und deswegen habe ich mir diese, naja, gelb-blaue Lackierung ausgewählt. Hat so irgendwas von Schweden, wir sind aber in Finnland, aber egal, wir sind in Skandinavien. Das wird ja immer wieder von euch gewünscht. Und deswegen rein in die Luzi und dann ein Küsschen auf Edeltraut. Ja, sie braucht es. Okay, dann lass uns einfach mal mit diesem Gliederzug mal eine Runde drehen. Das ist ganz normal ein Steam Workshop, der BDF. Naja, Mod. Und dann guckt euch einfach bei BDF einfach mal ein paar Lackierungen. Da wird auch nur mal eine ausgewählt. Erst die Lackierung, dann den LKW. Irgendwie so habe ich das immer gemacht. Mehrere Lackierungen funktionieren nicht. Und ich sehe, dass ich meinen Seitenkasten beim Anhänger, ja, glaube falsch gemacht habe. Egal. Ist noch nicht lackiert. Liegt am Lehrling, da hat die falsch rangebaut. So, aber mit dem Gliederzug hier oben in, ja, Skandinavien, das muss auch mal sein. Ich denke mal, das passt ganz gut. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben wahrscheinlich wieder den 580 PS starken Motor drin. Jo, haben wir. Haben wir. Ja, ich weiß, wir fahren ziemlich viel Scania, aber was willst du machen? Wir sind hier auf der ProMods 2.50. Bin ja immer so mal ein Wechsel, mal Standard, mal ProMods. Immer so, so wie ich lustig bin, was ich alles so schon vorbereitet habe. Muss ja auch mal sein. Ach, schön hier. Eieieiei. Das sieht doch lecker aus hier oben. Ich hoffe auch, dass irgendwann mal Gliederzüge ins Spiel kommen, weil das ist auf jeden Fall eine Version, die uns sehr, sehr viel Abwechslung bieten könnte. Gerade mit den Anhängern, mit den Aufbauten und vielleicht auch nur mit den normalen LKW, dass wir da rumcruisen können. Dass wir jemanden Anhänger nehmen müssen, so wie der LKW, der gerade hier vorbeigefahren ist. Warum nicht? So ein 7,5-Tonner. Würde ich auf jeden Fall begrüßen. Aber okay. Das steht nicht in meiner Macht. Ich nehme das Video hier am 19., also am Samstag auf. Und ihr werdet das an irgendeinem Tag sehen. Ich weiß es nicht wann. Ich bin noch am Überlegen. Ja, vielleicht am Sonntag. Wenn es am Sonntag kommt, dann werdet ihr auf jeden Fall vielleicht heute Abend nochmal einen Livestream sehen. Oh ja, mal was Entspanntes. Was zum Naschen. Ja, aber gucken. Na, eigentlich müsste ja Mafia draußen sein. Vielleicht werde ich heute Abend eine Runde Mafia spielen. Don Maximus ist wieder am Start. Ja, mal gucken. Wir haben insgesamt 240 Kilometer jetzt noch. Bei 288 sind wir gestartet. Oder 92. Ah, werden uns natürlich nach der STVO richten. Ist wieder ein Stoppschild. Oh, gucken wir mal. Kommt hier was? Nö, hier kommt nichts. Na dann. Was habe ich jetzt eingestellt? Ich komme nicht zurück. Oh, ja, ich hätte vorher wieder zurückgucken müssen. Naja, Trottel. Maximus wieder am Start. Hauptsache Katzenpaul liegt wieder oben. So muss es sein. Dann bin ich wenigstens nicht alleine, weil sonst habe ich ja immer ein Livestream euch am Start. Aber jetzt kann ich mich ein bisschen mehr auf die Straße konzentrieren. Ach, herrlich. Ah, wie oft ich hier Scania fahre, das ist so unnormal, ne? Aber es ist halt dieses Problem, weil bei Scania gibt es halt die meisten Mods, die meisten Lackierungen gefühlt. Ja, das ist irgendwie. Ja, was willst du machen? Jetzt haben wir hier so ein richtiges Ei vor uns. Oh. Schönen Trailer vor uns. Naja, werden wir nicht überholen können. Also heißt das hinterher kriechen. Ah, warte mal. Das ist ja. Eieieiei. Die Gelegenheit nutzen wir natürlich jetzt, um hier einfach mal mit 580 PS diesen anderen Truck hier zu überholen. Das scheint so, als wenn der Junge hier ein bisschen überfordert ist. Aber was haben wir gelernt? 37% der Fahrten sind
Leerfahrten. Vielleicht ist er ja leer. Aber vielleicht biegt er ruhig einfach nur ab. Nicht da nach aus, ne? Können wir jetzt eigentlich rüber? Ja. Ah, schön. Ups, das war. Oh. Durch den Tunnel. Sieht ja nice aus. Ups. Der Blick ist frei geradeaus. Ja, bei so einen Kurven sollte man doch wieder mal ein bisschen mehr aufpassen. Hier ist noch so viel zum Abfahren. Aber mal gucken, ob ich das irgendwann mal schaffe, die Promods auf 100% zu fahren. Ach, ich glaube es irgendwie nicht. Aber was soll's. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Jungs, ihr macht gute Arbeit. Grüße gehen raus an die Feuerwehrleute. So. Was gibt's denn eigentlich sonst so Neues? Wir warten jetzt alle gespannt, dass nicht so schnell die 1.39 rauskommt. Und ich bin gespannt, wie gesagt, ich nehme es ja am 19. auf, ob uns SCS dieses Jahr für den Euro-Traktor-Manator noch einen neuen LKW spendiert. Gibt ja immer wieder Gerüchte, dass wir eventuell den Iveco bekommen. Und falls der Iveco kommt, würde ich mich übelst freuen, dass wir beim Iveco, naja, ein Erdgas oder ja, betriebenen Wagen kriegen könnten. Also wäre ich auf jeden Fall dafür. Ui. Naja. Es war jetzt knapp. Es hätte auch ins Auge gehen können. Naja. Schön gemütlich hier oben. Ach. Wir haben noch 170 Kilometer. Wir machen mal auf 80. 80 dürfen wir fahren. Gerade so bei den Überlandstraßen ist es doch ein bisschen schwieriger. Also die sind auf jeden Fall langgezogen. Aber hier noch in Deutschland ist es nicht so einfach, mit 80 auf Überland zu fahren. Außerdem ist es eh nicht erlaubt. Wir dürfen nur 60 fahren. Deswegen versuchen wir uns mal ein bisschen nach der STVO zu richten, ne? Aber nur ein wenig. Ach, herrlich. Ich mag Gliederzüge. Ich wollte ja eigentlich auch mal wieder mit einem Tandem unterwegs sein. Aha. Ja, mal schauen. Vielleicht werde ich das mal wieder machen. Aber ich kann euch da nichts versprechen. Oh. Baustelle an Baustelle. Ey, das ist doch hier... Das ist doch zum Mäusemelken. Was denn hier los? Na ja, gut, das ist schönes Wetter, ne? Dann müssen wir es auf jeden Fall mal in Angriff nehmen hier. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, hier zu überholen. Was ist denn da vorne? Ach, das ist der Spiegel gewesen. Ich dachte, da ist so ein Trecker. Nein, das wird hier nichts mit überholen. Also wir werden wahrscheinlich ganz normal hier hinterher pimmeln. Naja. Wir geben unser Bestes. Da werden wahrscheinlich nicht die 580 PS nicht ausreichen. Was haben wir denn eigentlich? Trauben. 20 Tonnen Trauben. Na okay. Oh, sind ja auch ein paar Vitamine drin, ne? Ist bestimmt nicht schlecht für die Leute hier oben. Mal so eine kleine Traube zu essen. Aber nicht so lange liegen lassen, ne? Sonst fängt die Traube noch an zu gären. Yes. Ah, ich gucke an, die Polizei fährt hier einfach mal eine Spinnerrunde. Rein in die Tankstelle, gleich wieder raus. Um einfach mal zu zeigen, hey, wir sind hier. Ach, gucke an, wir sind ja jetzt gleich. Ich gucke mal, wo der Trottel jetzt hinfährt. Ich habe schon fast die Vermutung, der fährt in die Richtung, wo wir hin wollen. Ja, natürlich nicht gut. Na, hier kann er, der kann ja nur nicht hier lang fahren, wo wir lang fahren. Oh.
Das ist ja wieder zum Mäusemelken. Aber er könnte geradeaus fahren. Er könnte geradeaus. Macht er auch. Das sieht doch nach was aus, oder? Aber hier auf der anderen Seite habe ich das richtig gemacht mit dem. Mit dem Auflieger hinten. Aber jetzt aber. Also mal gucken, ob wir hier gleich rauskommen. Ah, komm, Baby, zieh vorbei. Das ist bestimmt für jeden LKW-Fahrer immer wieder so ein. So eine gewisse Stresssituation, irgendwo auf der Autobahn hochzufahren, wo man weiß, da ist viel Verkehr, gerade so im Ruhrpott, eine Autobahn nach der anderen, und da musst du rauffahren und wieder runterfahren. Das ist doch Stress pur, ist das. Muss man auf jeden Fall mögen. So, wartet mal, wir haben jetzt hier, wir kommen, ey, verdammt gut durch, muss ich sagen. Ja, wir haben noch 92 Kilometer. Naja, wer weiß, was alles noch auf uns wartet. Deswegen machen wir mal lieber ein bisschen entspannt. So, was haben wir da vorne? Wieder rüber, okay. Bin eigentlich ziemlich gut jetzt mit meinen Videos machen. Ja, es ist momentan alles so nicht so viel Abwechslung bei den LKWs. Also ich meine jetzt von den LKW-Marken, aber das wird sich auch alles mal wieder ein bisschen geben. Ich werde das wahrscheinlich so wöchentlich immer mit ein, zwei Truck-Marken immer so ein bisschen ausprobieren. Ah, ich schau mal. Und ich werde auch nicht jedes Mal, vielleicht einmal im Monat so den Pfanddienstag machen. Das werde ich mir mal ein bisschen so vornehmen. Ich wollte eigentlich diese Woche auch machen. Also den Dienstag, das Video für Dienstag habe ich noch nicht gemacht. Das ist das dritte Video, was ich jetzt für die Woche, was ihr jetzt seht, mache. Da hatte ich eigentlich diesen BMW so schon, den 3er BMW, so schon im Auge genommen. Aber gab es noch einen 7er BMW und dann war irgendwie wieder die Lust weg, irgendwie einen Pfanddienstag zu machen. Ah, oh, ja, ja, schöne Weitsicht hier. Ach, gucke an, hier diesen, den 8er BMW. Ist das nicht der 8er BMW? Also, wo ich den damals mal gesehen habe, ich dachte, boah, das ist ja die ultimativ geilste Karre. Mann, das war, oh, kann das irgendwie in den Ende der 90er Jahre? Wann kam der überhaupt raus? Ich weiß gar nicht, wann der kam, aber der war schon irgendwie ein absolutes Brett, diese Karre. Ich dir mal, in Berlin habe ich den das erste Mal gesehen. Ja, damals gab es ja noch nicht so mit Internet und da gucken und da bringen sie ein neues Auto. Nee, da musste man sich Zeitung angucken oder hat den auf irgendwann mal gesehen, ne? Oder mal in so einem Bericht im Fernsehen. Also irgendwelchen Autosendungen. Das habe ich ja damals auch noch gerne geguckt. Jetzt ist ja eigentlich alles nur noch im Internet. Da habe ich wirklich drei Sender oder drei Kanäle ja abonniert, ne? Autobild und ja, einfach mal gucken, was für ein Neues. Dann hier Automotorsport und dann noch irgendwas, Grid irgendwie. Sowas, die habe ich ja. Ich hatte mal eine Zeit lang noch JP Performance, aber es war mir manchmal ein bisschen zu viel. Muschel. Oder ich habe gemerkt, dass es, der macht super Videos, alles gar kein Ding, aber irgendwie bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Zielgruppe. So, da vorne kommt es. Das Ziel, 31 Kilometer, sind wir durch Finnland gefahren. Ah, Gliederzug, joho. Oh, wir müssen hier runter. Was ist denn hier los, mein Bengel? Ja, mal gucken. Also, vielleicht sehen wir uns heute nochmal live.
Ich bin mir noch nicht. Sonntag ist sowieso ein bisschen eher so wie ich halt Zeit habe, ne? So, wir können ja mal ein bisschen anrollen. Ah. Och, herrlich. Das läuft ja. Leco mio Esperanto. Das passt ja. Also das ist, denke ich mal, eine richtig schöne, entspannte Fahrt hier oben in Schweden. Also, ist natürlich die Frage, wo fährt man denn lieber, ne? Also, für alle Trucker, würdet ihr gerne in Schweden fahren? Oder hier oben in Skandinavien oder unten irgendwie Richtung Italien? Hui! Wir fahren mal hier lang, an der anderen Seite. Ja, mal links lang. Aber dann habe ich wenigstens den kleinen Bogen mal abgearbeitet. Ja, mal hier auf der Karte, ihr seht das, ne? Können wir ja mal mitnehmen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ui. Merkst du aber auch. Ist schon ein langes Gerät, ne? Ambulanze, Ambulanze. So. Dass jetzt gleich wieder die Meldung kommt. Ja, unser Disponent wartet auf uns. Naja, ich würde sagen, das war ja überhaupt nicht knapp, ne? Ah, es ist einfach immer nur schön, hier mit so einer LKWs hier lang zu cruisen. Oh. Herrlich. Aber wir müssen ja eh rüber. So. Das wird schon böse aus, wenn wir hier ankommen. Ist auch mal schön, hier draußen ein bisschen zu gucken, oder, Edeltraut? Ist ja die Luft viel besser. Bei dem ganzen Verkehr hier. Auf jeden Fall. Weiter geht's! Blinker anwerfen und dann. Ah. Oh. Ei! Ach, jetzt ist noch rot, ey. Aber was soll ich machen? An, da ist ja sogar ein Flughafen. Er ist halt wieder richtig super gelaufen. Naja, aber ich will euch immer den LKW so ein bisschen von außen zeigen. Ja? Bin ich immer nur stumpf im Truck hier drin sitzen. Das haben wir ja schon 100 Mal gesehen. Deswegen auch mal ein bisschen Abwechslung. Hier hinten war ich noch gar nicht so richtig. Doch da hinten, die Straße, die Querstraße bin ich lang gefahren. Hier ein paar Parkbänke, kann man sich die Autos angucken, die Abgase schnuppern. Ach, herrlich. So muss es sein. Also ich gebe Vollgas, ja. Der braucht ein bisschen. Ja.
sind gleich am Ziel. Aber wo müssen wir jetzt hin? Noch ein bisschen gerade außen, da vorne ist es. Aber ja, ich war auf der Vorfahrtsstraße. War jetzt noch nicht ganz so sicher. Bin ich jetzt nach Vorfahrt oder bin ich jetzt nicht? Aber ich dachte, ich habe einen größeren, deswegen... Ich werde schon recht haben. So, da scheint die Firma zu sein. Ja, ich kann mich gar nicht so erinnern, dass ich schon mal hier war. Manche Bereiche, da wirst du wirklich... Ah, ja, stimmt, da bin ich schon mal lang gefahren. Aber hier jetzt... So, weil es immer ein bisschen schwierig ist mit solchen Anhängern und dann einen richtigen Punkt zu finden, mache ich's. Naja, ist sowieso nicht. Guck mal hier. Kann ich auch gleich so machen. So. Abgegeben. Lob und Anerkennung. Das haben wir doch fast ganz gut gemacht. Ich hoffe, euch hat das natürlich auch gefallen mit dem Gliederzug durch Skandinavien. Ich mag diese Trailer. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal kommen. Mal sehen, was uns SCS alles dieses Jahr noch so bietet in der 1.39. Warten wir ab. Aber ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare noch ein bisschen reinschreiben. Ich bin erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.